Hallo und guten Tag. Mein Name ist Renate Domberger. Ich bin bei der WGOGIS im Key Account Management tätig. Ich zeige Ihnen jetzt in einem kurzen Beitrag, wie Sie mit der Software WGOWeb Ihre Unternehmenskennzahlen analysieren. Wir machen eine Performance- und Potenzialanalyse. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Vertriebsleiter, eine Vertriebsleiterin und Sie beschäftigen sich gerade mit den Umsätzen Ihrer Mitarbeiter. Das kann folgendermaßen aussehen. Sie sehen hier die Oberfläche der Software WGOWeb. Und ich habe Ihnen schon mal angezeigt, die Vertriebsgebiete Ihrer Vertriebsmitarbeiter. Sie sehen die Verteilung der Gebiete über das Gebiet von Deutschland. Die Gebiete sind beschriftet, das heißt, Sie sehen sofort, welche Person ist für welches Gebiet zuständig. Und Sie haben die Gebiete eingefärbt. Von Rot nach Grün. Rot bedeutet aktuell schlechtere Umsatzentwicklung, grün bedeutet bessere Umsatzentwicklung. Hier stechen einige Gebiete heraus. Uns interessieren natürlich jetzt vor allem die roten, denn wir wollen ja, dass unser Unternehmen gut läuft und dass die Kollegen alle ihre Umsätze erwirtschaften. Wir sehen hier einige Gebiete, die rot eingefärbt sind. Wir fokussieren uns mal auf ein Gebiet, zoomen uns hier ein bisschen rein. Sie sehen, wir springen gleich von der Darstellung, von der Auflösung der Daten in die nächste Ebene. Sie sehen jetzt nicht mehr das ganze Gebiet. Ich kann es Ihnen noch mal zeigen. So sieht das Gesamtgebiet des Mitarbeiters Böckert aus. Und jetzt zoome ich noch mal hier rein. Und jetzt bekomme ich das auf der PLZ-Ebene angezeigt. Man sieht auch gleich, die Welt ist nicht gänzlich schlecht in diesem Gebiet. Wir haben auch durchaus einzelne Gemeinden oder PLZ-Gebiete sind das hier viel mehr, die grün eingefärbt sind, also wo es mit den aktuellen Umsätzen durchaus stimmt. Aber wir sehen doch sehr viele rote Gebiete. Jetzt können wir uns überlegen, wie kann ich dem Kollegen hier helfen, wie kann ich den unterstützen, dass er wieder in seinen Umsätzen sich positiv entwickeln kann. Wir suchen mal nach Potenzialen. Ich habe jetzt hier ein Layer mit blauen Punkten angezeigt. Das sind Unternehmen, die potenzielle Kunden für unsere Produkte sind. Sie sehen die Verteilung und man sieht, dass im Gebiet des Kollegen doch die Anzahl durchaus hoch ist. Wir schränken das räumlich noch mal ein bisschen ein. Jetzt werden die Potenziale ausschließlich für dieses Gebiet gezeigt und ich kann mal abfragen, wie viele Unternehmen das denn sind. Das mache ich über eine Rechtecksselektion. Ich bekomme das dann auch gleich in der Attributtabelle angezeigt. 515 Unternehmen, die für uns in diesem Gebiet als Kunden in Frage kommen und mit denen ich Umsatz machen kann. Diese Liste exportiere ich durch ein paar wenige Mausklicks, klicke auf OK, bekomme jetzt das dann gleich als Excel angezeigt. Diese Liste gebe ich jetzt meinem Vertriebsmitarbeiter weiter und die kann er systematisch abarbeiten, um umsatzmäßig wieder besser auf Spur zu kommen. Das war ein kurzes Anwendungsbeispiel für eine Performance- und Potenzialanalyse mit WGOWeb. Für weitere Fragen oder weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Homepage www.wgeogis.com oder besuchen Sie unseren YouTube-Kanal. Dort finden Sie weitere Beispiele in kurzen Videos. Dankeschön.